Tommy, sag mal, wie treibt man eigentlich richtig ab? Ja, richtig abzutreiben ist gar nicht mal so leicht. Doch bevor ich darauf eingehe, wie man denn richtig abtreibt, sollten wir uns zuvor mal kurz anschauen, was eine Abtreibung denn überhaupt ist. Ein gutes Beispiel dafür wäre dein Cousin Kevin. Ich habe aber gar keinen Cousin namens Kevin. Eben. Aber beginnen wir mal von vorne. Das hier ist die kleine Jacqueline. Und ja, ich weiß, was ihr denkt, aber überdurchschnittlich intelligente Eltern dürfen ihr Kind jetzt tatsächlich auch Jacqueline mit SCH nennen. Jacqueline ist gerade 16 Jahre alt, wiederholt zum zweiten Mal die 8. Klasse der örtlichen Hauptschule und trainiert am Wochenende gerne in der nächstbesten Hardstyle-Disco ihren Bizeps bis hin zur Besinnungslosigkeit. Nach einer dieser durchsoffenen Nächte wacht Jacqueline jetzt nackt neben dem arbeitslosen Truckerfahrer Joe auf, der sie in ihrem komatösen Zustand mit Sperma vollgetankt hat. Und jetzt hat Jacqueline ein großes Problem, denn abgesehen von Trippern, AIDS und Hepatitis hat sie sich in dieser Nacht die wohl schlimmste Geschlechtskrankheit von allen zugezogen. Jacqueline ist schwanger. Doch was soll Jacqueline jetzt machen? In der Kirche sagt man, ihr Abtreibung ist Mord und außerdem braucht die Kommune neue Kinder, da die Alten langsam ausgeleiert sind und Zähne kriegen. Joe hingegen sagt Jacqueline, sie soll einfach abtreiben und schaut sich im Internet schon mal Tutorials dazu an, wie man denn am besten Frauen die Treppe runterschubst. Doch Jacqueline hat Angst. Was soll sie machen? Nun, für Mädchen wie Jacqueline habe ich in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl renommierter Professoren einen einfachen Test erstellt, der als Entscheidungshilfe fungiert. Bist du jünger als 18? Treib ab. Hast du daran gedacht, dein Kind Kevin zu nennen? Treib ab. Verstehst du weder Ironie noch Sarkasmus? Treib ab. Ist der werdende Vater ein religiöser Fanatiker? Treib ab. Bist du schiffbrüchig? Treib ab. Sympathisierst du mit der NPD? Treib ab. Oder bist du gar langzeitarbeitslos? Dann treib ab. So, nach dieser ausführlichen Fragerunde sollte sich die Frage, ob du eine Abtreibung in Betracht ziehen solltest, jetzt erledigt haben. Doch wie treibt man denn jetzt richtig ab? Natürlich könnte ich an dieser Stelle Antworten geben wie: Nimm einen Kleiderbügel, trink dich ins Koma, lass dir in den Bauch schlagen etc. Allerdings wäre das dann doch etwas pietätlos. Denn natürlich nimmt man für eine richtige Abtreibung selbstverständlich einen handelsüblichen Staubsauger. Dieser wird jetzt zuerst einmal auf Fötus eingestellt und dann, ohne ihn vorher zu desinfizieren, in die Vagina eingeführt und angeschaltet. Und zack ist das Baby weg und deine Probleme sind gelöst. Ach ja, übrigens an alle, die jetzt sagen, hey, wie kannst du so etwas zeigen? Abtreibungen sind schlimm und darüber macht man gar keine Witze. Weißt du, wer diese Frau hier ist? Das ist Clara Hitler. Dadurch, dass sie nicht abgetrieben hat, kam es zum Holocaust. Willst du für den nächsten Holocaust verantwortlich gemacht werden? Ich denke nicht.